Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Online und im Moment steht nicht viel an außer Waffenfarmen. Ich wüsste jetzt auch, wie wir quasi an Dual Blades mit Paralyse kommen würden. Dafür müssten wir allerdings einen Raid-Boss machen und der geht aktuell nicht auf, also fahren wir erstmal unser Großschwert weiter. So, wir haben erstmal hier. So, jemand fragte, wie ich immer mehr Leben bekomme beim Futtern. Hier, gerade gesehen, guck dir einfach an oder spule mal einen kleinen Moment zurück und drück Pause und dann siehst du, welches Futter dir plus 50 Leben gibt, also deinen Lebensbalken erhöht. Zack. Und jetzt heißt es einfach nur ein bisschen Geduld haben. Gleich dürfte etwas aufgehen. Wir brauchen die Schwanzteile vom weißen Monobolus, damit wir unsere Waffe verbessern können. Und deswegen habe ich mich für eine Quest angemeldet, wo wir zwei weiße Monobolusse killen müssen. Haben wir Zeug B aktuell aktiv? Okay, wir haben Zeug B aktuell aktiv. Wir brauchen aber Zeug A. Nö. Damit wir Schleifsteine dabei haben. Genau. Und Giftportionen anscheinend. So, während wir das da haben, können wir schon mal hier schauen. Haben wir jetzt, eine neue Kiste. Wir sind Level 120 geworden. Wir haben 600er Rüstung clear. Sehr gut. Dann mal schauen, was haben wir dafür bekommen. Ganz toll. Mega toll. Naja, geht so. Ja, toll, jetzt ist das Moment. Der Chat muss weg. Chat weg. So. Und bei Ken wieder abgeben. So. Zack. Ich hätte natürlich auch erstmal die anderen Kisten nehmen können. So. Diese hier und diese da. Gucken wir mal rein. Oh, fünf Steine, was? Okay. Oh, gar nicht mal so schlecht. Was ist das? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das hier ist. Rare 2 scheint nicht so wichtig zu sein. Die können wir benutzen für mehr Farmpunkte. Auf der Farm waren wir ja schon Ewigkeiten nicht mehr. Oh, was ist das hier? Ah, okay, wir können die für irgendwas eintauschen. Ach, alles klar, dafür. Wie viel haben wir denn? Fünf Stück? Fünf Stück haben wir. Haben wir davon ein paar in der Kiste? Schauen wir mal kurz nach. So, Ken. Mal gucken, da scheint nichts drin zu sein. Dieses Zettel habe ich gedacht, können wir... Oh, diese Katzen hier, alle miauen rum. Wartet mal, was ist das denn hier? Okay, ein Bogen. Wieder mal. Für Stufe 120, Ra4. Ra4 auch. Feuerschaden. Ein Bogen mit Feuerschaden? Okay. Muss ich mir ja mal genauer angucken. So, was haben wir denn noch bei Ken? Wir haben so viel Scheiß hier rumfliegen. Können wir davon irgendwas benutzen? Da ist der Bogen. Zack, sortieren. Oh. Ganz schön viel Scheiß. So, diese da können wir mitnehmen. Die können wir mitnehmen. Die können wir mitnehmen. Was ist das? Ich versuche das jetzt mal einfach alles zu öffnen, was geht. Diese da können wir auch öffnen. So. Gibt Farmpunkte. Einfach schnell durchklicken. Was? Die hier geben jedes Mal 50 Farmpunkte. Wie viel habe ich denn davon? Alter. 6100. Ja. Krass. Entschuldigung, ich schmeiß das mal kurz auf die Null und drücke jetzt einfach ganz auf die Null. Okay. Entweder habe ich es jetzt geschrottet, es reagiert auf jeden Fall nicht weiter. Kann ich nur 7000... Warte mal. Ah, okay. Es hat weiter reagiert. Hat ein bisschen gedauert. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal auf die Jagd. Und was haben wir hier? Ach Mist, das sind die... die blöden Kisten mit den 10.000 Emotions, die wir nicht brauchen.
Können wir mit der Morphaxt eigentlich den Schwanz abschlagen? Ich glaube schon, wenn wir einen Aufwärtshieb machen mit dem, wenn wir in den Schwertmodus gehen. So, während der Ladebildschirm kommt, rühre ich mal meinen Kaffee um und trinke einen Schluck. So. Da wären wir. Ich war schon lange nicht mehr auf dieser Quest, aber anscheinend wird die immer noch oft gelaufen, weil die Leute alle vom White Monopolus noch Sachen brauchen. Level 120. Krass, wir haben es geschafft. Also Leute, mit dem Raid-Leveln geht am besten. Bam. Oh krass, damit kann man ja eigentlich voll gut auf dem Schwanz rumschlagen. Ups. Okay, es laggt. Okay, ich habe immer noch keine Skills ausgerüstet mit der Waffe. Voll sinnvoll, was ich hier gemacht habe. Wow. Autsch. Hacken wir mal weiter in der Luft rum. Wird schon klappen. Also ich glaube, mit dem Schwert können wir echt gut Aufwärtshiebe machen. Oh, okay. Warum sind wir aus dem Schwertmodus rausgewechselt? Autsch. Vielleicht sollte ich mal ein paar von den Leben nehmen. Mit dem Großschwert hätten wir es schon abgehackt. Autsch. Oh, 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 unsere Leben. Oh, oh. Nein, er hat mich. Er spießt mich auf. Es geht ab. Er haut nicht ab. Oh oh. Der Arme war gerade am Essen und wurde dann. Tür. Oh, verdammt. Irgendwas stimmt hier nicht. Es leckt so verdammt, dass ich anscheinend irgendwie richtig fetten Schaden bekomme, ohne es mitzubekommen. Er ist doch wieder ätzend. Es wäre so schön, wenn die einen blöden Server einfach nach Europa stellen würden. Selbst wenn die das Spiel nicht übersetzen, wäre das angenehm. Verdammt. Mist. Bam. Und da ist er hinüber. Der andere kommt, glaube ich, auch direkt gleich hier hin. Da können wir auch warten. Wir haben die 4 Minuten um, bis die jetzt ihre Gebiete wechseln. Hat sich auch dann geändert. Es ist weiterhin so, dass die einfach alle 4 Minuten, glaube ich, das Gebiet wechseln. Schade. Es wäre schöner, wenn das random wäre. Habe ich jetzt mal ein paar Teile hier rausgesammelt oder leckt es immer noch? Es leckt immer noch. Okay. Finde ich mega uncool. Warten wir einfach hier. Warten wir einfach hier mit dem Hitzepot. Vielleicht einfach nur mal gucken, ob der vielleicht auf einem anderen Gebiet rausgekommen ist. Oh Mann, ich glaube, ich muss gleich neu starten. Okay, wir sind zurück im Gebiet und wir sind wirklich seitdem nicht mehr weitergekommen. Seitdem hatten wir irgendwie einen Absturz.
Da scheinen sie gerade in dem Gebiet da drüben zu kämpfen. Oder? Muss ja wohl, sonst würden die nicht so lange da stehen. Okay, da ist er. Okay, eine Falle. Ich merke schon, mit dem Schwert gehen besser Aufwärtshiebe und mit dem, na, da ist eh abgefallen. Mit dem anderen Schlag eher so, also mit der Axt mehr die seitlichen Schläge. Oh Mann, ich weiß gar nicht, das war der da. Wow. Ach, scheiß Lex. Oh oh. Ich heil mal kurz lieber. Das war die falsche, oder? Doch, war richtig. Er taucht wieder ab. Und der nächste stirbt. Was machen die denn? Haben die alle keine Heilportionen? Mir fällt das immer wieder auf. Die Leute sterben so sinnlos. Bam. Okay, der war auf jeden Fall leider noch nicht fertig. Ich glaube, er haut ab. So, dann wollen wir mal... Er wird ja irgendwo sein, wahrscheinlich auf der 8 oder auf der 2. Ich habe nicht mal die Hitzeportion genommen. Also es hat so sehr gelackt, dass er es nicht mehr festgestellt hat. Da ist er. Sehr schön. Okay, die linke Taste ist aktiv. Sehr schön. Oh, wir springen sogar nochmal nach vorne. Ich muss mir merken, dass wir dann näher dran sein sollten. Okay, das war's. Ich mag die Waffe. Also so langsam komme ich echt in Fahrt damit. So. Looten. Da liegen sie beide nebeneinander. Habe ich das Schwanzteil aus dem anderen Gebiet schon gesammelt? Ich glaube schon. Oder? Ich gehe nochmal sicherheitshalber gucken. Ja, habe ich. Okay, in Ordnung. Wie viele Teile sind das? Eins nur bekommen. Der Rest ist irgendwann hoffentlich... Ich hätte ja am liebsten eigentlich gefangen, aber naja, hat nichts geholfen. Die Leute haben einfach drauf gekloppt wie so Verrückte. Aber die sind doch halt schnell tot. Was soll man machen? Wobei ich das Gefühl habe, das geht eigentlich auch schneller. So. Quest clear. Hoffentlich stürzt uns das Spiel jetzt nicht nochmal ab. Dann können wir nochmal eine Runde gehen. So, hier, ihr kriegt Daumen hoch, wart gut. Boah, der eine hat schon 1169. Schon einige Zeit VIP. Na toll, genau das falsche Teil. Davon brauche ich doch keine. Egal. So. Ah, die wären es gewesen. Ich gucke mal, ob ich die vielleicht kaufen kann gegen Teile, also hier gegen Bonusmarken. Dann brauchen wir nicht auf den alten Monstern rumkloppen, wie so Verrückte. Vorausgesetzt, ich habe genug Marken dafür. Rennen wir einfach mal zur Eventhändlerin. Wenn der Ladebildschirm vorbei ist. Oh Gott, ey, ich glaube, keine Ahnung, war das früher auch schon immer so krass, dass alles so ewig lang geladen hat? Oder ist das einfach nur, dass das beim Aufnehmen einfach extrem auffällt, weil man in der Zeit einfach, ja,
stundenlang darauf warte, dass es weitergeht. Ich glaube, ich musste mal generell meine kompletten Festplatten durch SSD-Festplatten ersetzen. Vielleicht wird es dann etwas besser. So, Moment, wo ist sie? Erstmal. Ich muss noch weiter diese komischen Kerne hier zermatschen. 7, 8. 8, 5. La, 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 la. Ja, okay, jetzt geht's. Oh, viele Farmpunkte, die können wir alle gegen irgendwas Witziges tauschen. Ich frage mich, was in der roten Kiste da rechts ist, die wir da noch haben. Mache ich gleich auf. Ich glaube, das sind immer besondere Kisten, wobei man, ich weiß es nicht. So, oh, doch, ein für Eventwaffen, wieder irgendwas, 1000 Gold und so ein roter Stein. So, das können wir nicht benutzen, das können wir nicht benutzen, das könnten wir auch, nein, das können wir auch nicht benutzen. Okay, und weiter öffnen. So, neue Teile. Okay, mal schauen. So sieht's aus. Und davon brauche ich dann mal gucken. So, hier unten sind die Monsterteile. Na, wer sagt's denn? Das hier dürfte es sein. Ja. Okay, das war's. Achso, wir können nur so und so viel kaufen pro Monat, pro Woche oder pro Tag, pro Woche davon. Gut, was brauchen wir... Falsches Fenster. Was brauchen wir noch, um das Großschwert zu verbessern? Okay, ich glaube, das ist der Schweif vom Zinnogre. Also Zinnogre erledigen. Und da haben wir einen kurzen Cut gemacht, einfach, weil es schneller ging, in das Gebiet zu kommen. Hier können wir eh keine Teile mitnehmen. Das heißt, wir killen jetzt den Zinnogre mit unseren eigenen Items. Tränken und so weiter. Ist ja der schwere Modus. In Anführungsstrichen. Wobei, man sollte nicht vergessen... Ah, das geht schon. Der ist für Level 90, glaube ich, gedacht. Und wir sind 120. Und die Waffe auch und so weiter. Und wenn die anderen... Ja, die sind alle Hunter-Rang noch irgendwas 100. Das sollte relativ fix gehen. Dann vorbei. Ich habe immer noch keine Skills ausgerüstet. Ich Idiot. Ich vergesse das immer. Okay. Wir müssen einmal nachladen. Sehr schön. Panzerplagen. Was? Oh, okay. Hier in der Ecke kommen wir echt gut an den dran. Sehr schön. Haha, ab ist er. In Ordnung, das klappt doch ganz gut. Woo. Mist. Okay, er hat es geschafft, sich aufzuladen. Au. Au.
Verdammt. Verdammt. Ich habe gar nicht mehr auf unser Leben geachtet. Wir werden draufgehen, wenn wir jetzt hier nicht wegkommen. So, mal schnell. Zack. Okay. Okay, er haut ab. So, jetzt müssen wir die Waffe definitiv nachladen. Vorher nehmen wir uns ein Stück hier vom Schwanz, das wir abgetrönt haben. Und nachladen. Okay. 6 Tage haben wir irgendeinen Bonus, keine Ahnung wofür. Bam. 1, 2 und der dritte Tritt. Okay, aktuell bringt's nichts damit. Oh, was ist jetzt los? Was ist los? Wir konnten nicht mehr laufen. Das ist mega uncool. Mist. Ich dachte, jetzt könnten wir fröhlich draufhauen. Ich habe leider gerade die Chance verpasst damit. Oh, Scheiße. Ah, ich verstehe. Ich sollte die Waffe mal schleifen. Nachladen. Okay, er haut ab. Vielleicht sollten sie ihn fangen. Mal gucken, ob sie das tun. Theoretisch ja. Okay, hat geklappt. Gut, liebe Leute, dann hoffe ich, dass wir jetzt ein paar Schwanzteile bekommen vom Zenokre. Und ich würde sagen, die Folge hat jetzt ein bisschen Überlänge genommen. Wir sehen in der nächsten Folge, ob wir noch weiter die Waffe verbessern müssen. Wahrscheinlich schon. Ich werde die ist erst 109, die muss bis 120 hoch. Das heißt, noch einige Male die killen. Und vielleicht ergibt sich ja auch trotzdem noch irgendwie sowas wie PvP oder so. Wir sehen es in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, Leute.